Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Shand. In der letzten Folge waren wir mit Hannah unterwegs. Ja, da sind wir jetzt gerade kurz getrennt mit der jungen Dame. Und wir sind jetzt auf dem weiteren Wege, mal kurz hier nachzugucken. Ja, einen anderen Weg zu finden, denn wir kommen hier nicht rein, weil das Prisma-Gebiet von Hannah ist. Deswegen laufen wir eine Runde rum, haben Spaß und sind glücklich. Und sterben fast. Mein Leben ist ganz schön derbe im Arsch. Ja. Was soll ich... Anton, merkt euch den Namen. Ich bin wichtig. Oh. Okay. Wusste ich jetzt nicht, dass ich hier einfach durchkomme. Das wollte ich jetzt nicht machen. Sorry, falsche Knöpfe. Werde ich heute... Ingwer. Ich bin zwar kein Fan von Ingwer, aber geil in Ingwer. Weiter notiert ihre Stimmung und dann wieder... Wer hasst wen? Es ist entscheidend, dass über diese Information... Ja, lesen wollte ich eigentlich nicht mehr. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich glaube aber, dass wir so langsam und allmählich zum Ende hinkommen, denn wir haben jetzt den Prisma von Taylor und wir sind mit Hannah unterwegs und Hannah ist diejenige, die eigentlich den letzten Prisma hat. Unglaublich leicht, Leuten Geld abzunehmen, die einem vertrauen. Okay, ich komme hier hoch. Ich suche gerade eigentlich nur den Rennknopf. Von der anderen Seite versperrt. Sieht so ein bisschen aus wie... Oh, hier geht's gleich richtig mächtig rund. Und ich muss mich räuspern. Was habe ich denn hier noch alles? Nicht besonders viel. Und ich muss mit den Salz aufpassen. Das ist viel zu wackelig. Ich glaube, bei einem Teil werde ich runterfliegen. Das scheint mir auf eine Art und Weise irgendwie weise Entscheidung. Ich habe den richtigen Weg getroffen. Ich glaube, bei den anderen wären wir jetzt runtergeplumpst. Update. Lasst mal gucken. 7 Stück haben wir. Also können wir eigentlich so einiges machen. Und 3. Wie viel brauchst du hier? 5. Frage, nächste Frage. Alte Geisteszustand. Leben und Psyche ist eigentlich wichtig, ne? Eigentlich müsste ich ja das Schubsen leveln, aber ich schubse keine Gegner die ganze Zeit. Läuft.
jeden Fall leben. Ich schubse die Leute nicht. Dafür fühle ich mich viel zu fein. Ich glaube, hätte ich den falschen Weg genommen, dann wären wir runtergeplumpst und wir hätten sehr viele Gegner töten müssen. Man muss so ein bisschen auf den Boden achten. Welche Anna? Balken? Kannst du mich hören? Oh mein Gott, Jess, diese Kreaturen. Sie halten mich fest. Geht's dir gut? Bist du in Sicherheit? Ja, ich glaube schon. Muss kurz durchatmen. Ich bin jetzt aber bei der Erdkuppel. Okay, bin auf dem Weg. Man muss so ein bisschen auf den Boden achten. Bei manchen ist der Balken weg. Bin nur einfach gerade nur mal kurz von der einen Seite verschlossen. Also sind wir hier richtig? Alles egal, was ich will. Niemand versteht es. So ziellos. So alles klar. Unbedeutend. Wie ein Niemand. Das war's. Hätte ich, glaube ich, gerade nicht machen brauchen. Oh, Toiletten. Der Horror in jenen... Atmest du gerade so? Wir kommen nicht aus dem Klo, ohne vorher Blut zu brüllen. Schön, 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 schön. Bisschen Ingwer. Feuer und Flamme. Ah, wir heben uns das erstmal mal nochmal auf. Mein Geisteszustand lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ist das die Kuppel da macht? Da hat die. Eine Eins. Was, Dieter? Ja, Dieter ist auch noch da. I have a lot of salt. Ich habe nur eins? Habe ich nicht gerade Prisma eingesetzt? Aber okay. Ich muss leicht niesen. Oh. Inventory full. Hab ich. Ich will da gerade echt nicht reingehen. Zumindest nicht mit den Teilen, die ich. Geheiligt wäre das Licht. Kehrst du dorthin zurück? Rote Zirbelkugel, eine rote gecycelte die Frequenz. Okay. Ich bin gleich sowas von dran. Signal des Aufstiegs. Filmfestival, Errungenschaft freigeschaltet. So, so. Irgendwie das Gefühl, dass irgendwas gerade mit OBS und sowas nicht stimmt, aber ist alles in Ordnung. Hallo? Muss mich die ganze Zeit räuspern.
Oh Gott, Tür. Etwas zum Lesen. Die Lage war in letzter Zeit recht angespannt, wie bereits in meiner letzten Nachricht angemerkt. Ich überfliege es. Ich hätte gerne mehr Leben, Gehirn und Co. Oh mein Gott, ich glaube, da geht's ab. Ich glaube, da geht es eine Runde ab. Ah, nee, kannst wieder runter. Ich weiß, wo wir sind. Muss ich die besiegen? Weiß, da hinten liegt was, aber da werden sie mich definitiv sehen. Und wir brauchen alles, was wir hier haben. Deswegen kann ich jetzt nicht sinnlose Kämpfe bestreiten. Was ziemlich an. Boogie. Was macht nochmal der Kristall? Ja, sofort. Was? Ein Training? Ich weiß nicht. Heute Abend wird jeder gejagt. Seid hasserfüllt. Bereitet euch vor. Hört sich an wie... Oh? Oh? Wusch? Ach, ihr wisst, was ich meine. Realität wurde schon immer durch grundlegend transformative Nachrichten bereichert. Wir stehen kurz vor einer sinnlichen Reife. Ich nehm's mal mit. Klar, nimm mit. Kann ja nicht, pack nichts für den. Nein. Nee. So richtig nö, oder? Wartet mal kurz. Stift. Ah. So. Er geht nach oben. Er geht so. Und er geht so. Das war die Eins. Das ist 4. Ach
Gott, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. War da drin irgendwas? Hanna! Jess, bin froh, dich zu sehen. Der Nebel, es war furchtbar. Meinst du, dass du klarkommst, Hanna? Glaube schon. Was macht der Nebel mit dir? Schlimmer als diese Kreaturen ist es, die Stimme meiner Schwester zu hören. Ich hoffe sehr, dass sie nicht echt ist. Hoffentlich. Die Dinge da drin waren zu echt. Wie auch immer, wir müssen trotzdem noch die Maske holen. Sie sollte hinter dieser Tür sein. Die rührt sich aber kein Stück. Ich kümmere mich drum. Ruh dich aus. Okay, aber nimm erst mein Prisma. Du brauchst es für die andere Seite der Kommune. Danke, Hanna. Geil. Ah. Die 4 soll orange sein? Ich glaube, rot ist die 1. 4 ist orange. Problem ist, ich muss bei den Grünen mal eine Runde rumschauen. Rot die 1. Das. Entweder war das gerade vollkommen richtig, was ich gemacht habe, oder... Ich hab hier ein Kristall. Tür ist versiegelt. Ich brauche noch ein Grün. Ich brauche Blau, Grün und Gelb. Aber da drin ist ein richtig dicker Fetter. Scheiße. Dafür war ich zu schwach. Dafür war ich echt zu schwach unterwegs. Ups. Verdammte Axt. Ich wollte gerade das Vieh beseitigen. Ja, Vibration merke ich ganz eng. 2. Grün ist die 2. Also, das da ist 2.
hier irgendwo einen Kristallsack? Ich probiere es nochmal. Habe Grün gehabt. Also ich hatte ja. Hi. So. Ich glaube, hier habe ich dann soweit alles. Oh ja, danke. Die Dinger brauche ich. Aber sowas von. Lebt das Vieh noch? Es ist wertlos, ich bin wertlos, bla bla bla. Körper, Licht, Sonne und Tod. Nein, das wollte ich gerade gar nicht. Und grün ist die 2. Wenn das so ist, dann ist das die 3. Ich schon. Ist doof. Die 3. Wie klug du bist. Unglaublich, dass wir Freunde sind. Ich Glückspilz. So sein, ne? Ja. Du? So, gelb kommt jetzt. Was habe ich hier? Oh mein Gott. Das sind verbrannte Leichen. 3. Blau ist die 6. Wusste ich's doch. Das war's? Oh, lieber habe ich das so gerade verschwendet, als gerade drauf zu gehen. So, fehlt uns jetzt nur noch gelb.
Und mal kurz wieder raus. Bin weg, die. Oh, mein Verstand hält das nicht aus. Blau. Fehlt mir nicht. So. Einmal gelb. Und einmal blau. Ein sehr schwieriges Rätsel. Hier fanden wahrscheinlich die Rituale der alten Gruppe statt. Man spürt geradezu die Prisma-Energie. Es waren wohl sehr viele. Ja, vielleicht 100 oder mehr. Was? Ingwer ist jetzt gerade nicht so relevant, das Ingwer-Gedöns, aber okay. 2 habe ich. Entschuldigung. Oh Gott, was ist das denn? Die schwebt. Hallo. Endlich. Ich bin tot. Lass mich! Was macht ihr da mit mir? Die ewige Liebe oder was soll das sein? Ich bin fast tot, also. Bei aller Liebe sollte vielleicht die auch mal gelegentlich eine Runde schubsen. Na, mal schauen. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpäuschen machen. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.